Hallo und willkommen zurück bei Episode 5 des Linguas Didici Intermediate German Podcasts. Mit interessanten Themen wird dir dieser Podcast helfen, Deutsch zu verstehen und die deutsche Sprache zu lernen. Heute werden wir über den deutschen Humor sprechen. Ist dies dein erstes Mal hier und du willst Deutsch meistern? Findest du Deutsch kompliziert und suchst nach einfachem, aber interessantem Content? Beginne damit, indem du auf Subscribe klickst und diesen YouTube-Kanal abonnierst. Bevor wir mit dem Hauptthema dieser Episode beginnen, wollte ich mich bei euch bedanken. Seit Episode 4 haben viele von euch die existierenden Podcast-Episoden kommentiert und meinen Kanal abonniert. Ich freue mich, dass unsere Deutschlern-Community wächst und heiße alle neuen Subscriber herzlich willkommen. Ich bin im Moment in Madrid. Vielleicht habt ihr es schon in den Nachrichten gehört. In Madrid fiel Schnee. Sehr viel Schnee. Es fiel nämlich mehr Schnee als in den letzten 50 Jahren. Zu Beginn schneite es 2 Tage ohne Pause. So wachten wir in der Früh auf und hatten plötzlich 1 Meter Schnee vor der Haustür. 7 Tage lang konnten weder Lastkraftwagen, kurz LKWs, noch Autos auf den Straßen fahren. Als Konsequenz waren alle Supermärkte zuerst geschlossen und dann offen, aber komplett leer, ohne Produkte. So konnten wir nur essentielle Lebensmittel und Produkte kaufen. Diese Situation war nicht lustig. Und wir lachten während dieser Tage selten. Nun gut, auch sonst lachen wir Deutsche nur selten, weil wir keinen Humor haben. Wir sind pünktlich, seriös, effizient und rational. Zumindest denkt das die ganze Welt über die Deutschen. In einer Umfrage aus 2011 votierten Menschen aus 15 Ländern das lustigste Land der Welt. Und wer gewann? Die USA rangierten auf Platz 1. Und waren somit das lustigste Land der Welt. Dreimal könnt ihr raten, welche Nation auf dem letzten Platz rangierte. Ihr habt es erraten, Deutschland. So sagte Mark Twain bereits vor mehr als 100 Jahren gewitzt: A German joke is no laughing matter. Auf Deutsch: Ein deutscher Witz ist nicht zum Lachen. Aber sind die Deutschen in der Tat so unlustig, wie alle denken? Ich bin in Deutschland geboren, ich bin dort zur Schule und Universität gegangen und habe viele Deutsche in meinem Leben kennengelernt. Ich habe aber auch in Südamerika, in Serbien, in den Niederlanden und Spanien gelebt und kann sagen, alle Menschen waren für mich gleich lustig oder gleich unlustig. Naja, es gab immer Menschen, die ich sehr ernst fand. Aber die Mehrheit waren lustige Menschen mit viel Humor. Es ist egal, ob ich mit meinen deutschen Freunden, mit meinen serbischen oder mit anderen Freunden spreche. Es endet fast immer in einem Lachanfall. Naja, das ist nur meine persönliche Erfahrung und Meinung. Was haben andere zu diesem Thema zu sagen? Haben Deutsche keinen Humor? Henning Wehn ist ein deutscher Stand-up-Comedian, der in Großbritannien sein Brot verdient. Sein Brot verdienen, das meint, sein Geld verdienen, seinen Lebensunterhalt verdienen. Henning Wehn denkt, dass die deutsche Sprache für Witze zu präzise ist. Ich hatte bereits in Episode 1 darüber gesprochen, dass die deutsche Sprache eine sehr präzise Sprache ist. Falls ihr Episode 1 noch nicht gehört habt, dann rate ich euch, euch Episode 1 definitiv nach Episode 5 anzuhören. Zum Beispiel ist es in der deutschen Sprache schwer, Witze aufzubauen, da die deutsche Satzkonstruktion die wichtigsten Informationen schon zu Beginn und in der Mitte des Satzes transferiert. Es ist darum schwer, einen Witz mit einer lustigen Überraschung am Satzende zu beenden und die Pointe, den Höhepunkt des Witzes, auf das Ende zu platzieren.
Die Magie des Witzes ist also schon weg, bevor der Satz endet. Nicola McClelland, Professorin der deutschen Linguistik auf der Universität von Nottingham, argumentiert ähnlich. McClelland glaubt, dass die Weise, auf der verschiedene Sprachen aufgebaut sind, einen Effekt darauf hat, wie verschiedene Kulturen Witze und Humor konstruieren und wahrnehmen. Wenn die Grammatik präzise ist, wenn die Grammatik also Situationen eindeutig reflektiert, dann ist es schwieriger, über diese Situationen Witze zu machen. Witze profitieren nämlich oft davon, dass eine Situation nicht eindeutig ist, also zweideutig oder mehrdeutig ist. Zum Beispiel habe ich in Chile einen Witz gehört, der etwas makaber ist, aber euch dieses Prinzip klar zeigt. Der Schlachter fragt das Schwein, an welchem Tag der Schlachter das Schwein schlachten soll. Das Schwein antwortet dem Schlachter oi, oi. Oi hat einen ähnlichen Sound, wie wenn ein Schwein schreit oder grunzt. Oink, oink. Oi auf Spanisch meint heute. Der Witz ist also, dass das Schwein nicht geschlachtet werden will, das Schwein aber trotzdem dem Schlachter heute antwortet. Die deutsche Sprache hat 4 grammatikalische Fälle und 3 Wortgeschlechter für Substantive. Darum ist es schwer in der deutschen Sprache, Witze auf Zweideutigkeit oder auf Ungenauigkeiten aufzubauen. Nun gut, auf der anderen Seite gibt uns die deutsche Sprache eine Freiheit, die uns kaum eine andere Sprache gibt. Welche Freiheit meine ich? Ich meine die Freiheit, frei Worte zu konstruieren. Deutsche Substantive oder Nomen bestehen meist aus mehreren kombinierten Substantiven. Ein Beispiel ist das Wort Haustür. Man weiß exakt, welche Tür gemeint ist, nämlich die Tür des Hauses, die Haustür. Diese Freiheit in der deutschen Sprache resultiert in vielen lustigen Termini und Worten. Ich nenne euch ein paar. Zum Beispiel habt ihr vielleicht schon einmal das Wort der Hohlkopf gehört. Wisst ihr, was ein Hohlkopf ist? Schreibt es in die Kommentare. Ihr dürft aber nicht tricksen, das heißt, nicht das Wort Hohlkopf googeln. Kommentiert einfach, was ihr denkt. Ich bin sicher, ihr könnt euch denken, was ein Vollidiot ist. Wisst ihr aber auch, was ein Warmduscher, eine Verschlimmbesserung oder ein Kopfkino ist? Ich habe den Link zu einem Blogartikel mit den Erklärungen für diese Worte in die Beschreibung dieser Podcast-Episode gesetzt. Kurz, im Deutschen könnt ihr euch auch extrem flexibel, fantasiereich und lustig ausdrücken. Außerdem sind die Deutschen die Meister der sogenannten Flachwitze. Was bitte sind Flachwitze? Fragen sich viele von euch mit Recht. Flachwitze sind extrem unlustige Witze. Flachwitze sind so unlustig, dass man einfach lachen muss. Ein Flachwitz ist oft ein Wortspiel mit Wörtern, die etwas anderes meinen, die aber gleich klingen oder gleich geschrieben werden. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe bei Spider-Man angerufen, aber er hatte kein Netz. Im ersten Moment ist das ein einfaches Statement, langweilig und trocken. Ich konnte Spider-Man nicht telefonisch erreichen, weil er kein Telefonnetz hatte. Netz nennt man aber auch das Konstrukt aus dem weißen Faden, den Spinnen oder auch Spider-Man produzieren. Der Witz ist also ein Wortspiel. Das Netz kann das Spinnennetz oder Telefonnetz meinen. Natürlich werdet ihr den Witz jetzt nicht lustig finden. Oder fandet ihr jemals einen Witz lustig, nachdem euch jemand den Witz erklärt hat? Wenn ihr aber einmal ein spezifisches Deutschlevel habt, dann werdet ihr über Flachwitze lachen. Ja, und das, obwohl Flachwitze wirklich trocken sind. Viele Deutsche finden Flachwitze übrigens furchtbar und langweilig, müssen dann aber trotzdem ein bisschen grinsen, wenn sie einen Flachwitz hören.
Was ich hiermit sagen will, ist, dass Deutsche Humor haben. Das Problem ist, dass Menschen, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist, oft diese Witze nicht sofort verstehen können. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass die Menschen in Deutschland oft ein klares Signal brauchen, dass jetzt der Spaß kommt. Und ich muss zugeben, das ist in vielen Situationen der Fall. Die Deutschen separieren gerne die Arbeit und das Vergnügen, den Spaß. Und wenn dann der Spaß kommt, dann kommt der Spaß aber richtig. Dann eskalieren die Deutschen. Ihr habt bestimmt vom Oktoberfest gehört oder vom Karneval in Köln. Sagt euch Mallorca was? Die Deutschen sind in den Top 5 der am wenigsten geliebten Touristen in ganz Europa. In Deutschland vermisst man oft die Balance. In der Arbeit wird gearbeitet. Erst danach kommt für viele das Feierabendbier, das Bier nach der Arbeit und der Spaß. Darum existiert auch das Vorurteil, dass Deutsche effizient sind, nur arbeiten und nie Spaß haben. Ein anderer Grund ist, dass die deutsche Kultur generell introvertiert ist und man sich sehr auf seine Privatsphäre und sein Privatleben konzentriert. Die Deutschen zeigen Emotionen oft nur dann, wenn die Situation und der Moment richtig sind. Das ist zum Beispiel der Fall beim Oktoberfest oder bei einem Fußballspiel. Letztlich dürfen wir auch nicht die deutsche Geschichte und Deutschlands historische Rolle in Europa vergessen. Bedenkt alle diese Faktoren und dann werdet ihr schnell verstehen, warum Deutschlands Nachbarländer und Nachbarstaaten das deutsche Volk meist als humorlos und kalt kategorisieren. Wie ist es in eurem Land? Wie ist euer Humor? Wie baut ihr Witze auf? Findet ihr schwarzen Humor lustig? Gibt es bei euch auch Flachwitze? Kommentiert dieses Video und lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, dass ihr Episode 5 interessant fandet. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Episode wieder treffen. Ich empfehle euch bis dahin, jeden Tag ein bisschen mit Deutsch in Kontakt zu kommen. Eine tägliche Routine wird euch helfen. Lest ein Buch in Deutsch, schreibt ein Tagebuch oder hört euch die anderen Episoden des Linguas di Dici Podcasts an. Wenn euch Sprachen interessieren, dann seht euch den Linguas di Dici Language Blog an. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video ein Thumbs Up zu geben. Danke, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!